Salut Leute, hier ist wieder euer Micha von der Biokoch. Wir zeigen heute mal wieder ein Grundrezept. Und zwar, wie bereitet man eigentlich frischen Blattspinat zu? Wir haben zwar schon frischen Blattspinat verarbeitet, aber so richtig mal gezeigt, wie man es macht, habe ich glaube ich noch nicht. Das ist eine ganz tolle Sache. Wer ihn einmal gegessen hat, frisch, der lässt den Tiefkühl auch wirklich sein. Ne? Also schaut es euch an. Okay, zunächst müsst ihr den natürlich waschen. Zwar kräftig waschen, er ist manchmal sehr sandig, gerade wenn vorher starker Regen war, ne, oder vom Namen Gewitter, dann merkt man das, dann hast du Platzregen, Gewitter. Dann gewaschen, nehmen wir ihn und dann zieht man die Stiele hier einfach raus. Wenn man zum Beispiel diesen ganz jungen Babyblattspinat kauft, da braucht man gar nichts machen, ne? Das sind das ganz dünne Stiele. Ne, die sind dann meistens noch feiner wie dieser hier. Einfach rausziehen, die Rippen. Ja, da ist er schon raus, die Rippe. Macht man noch so ein paar Stück. Ja, bei den großen wieder sieht man das. Große Rippe, länger ziehen. Das sind so kleine jetzt hier, die nimmt man dann ganz. Und die großen wieder die Rippe ziehen. Ich habe jetzt hier ungefähr eine halbe Portion geputzt. Auch wenn das jetzt viel aussieht, in der Pfanne geht das ganz stark ein. Ne? Man braucht pro Person, müsst ihr euch so 500 Gramm frischen Blattspinat kaufen. Jetzt kommt etwas Olivenöl in die Pfanne oder Butter, würde auch gehen, wer es mag, je nachdem wie ihr es mögt. Zwiebeln, fein gewürfelte. Und das lassen wir mal kurz anbraten. Gut, zu den gedünsteten Zwiebelchen kommt der Spinat gleich drauf. Etwas Knoblauch, das ist jetzt hier Knoblauch mit Olivenöl klein gemahlen. Kann natürlich aus der Presse sein. Muskat und Spinat passt wunderbar zusammen. Oder Muskat und Blüte, etwas Meersalz, etwas frisch gemahlener Pfeffer. Einen kleinen Moment braten lassen. Jetzt sieht man schon, wie der nach und nach kleiner wird. Ne? Das geht ganz, ganz schnell. Und so ist das schon fertig. Ne? Das Ganze dauert also eine Minute. Wenn die Pfanne voll ist, zwei Minuten. So einfach ist das. Ne? Probier den schon mal. Und sag schon mal, Bon Appetit wünsche ich euch, euer Biokoch. Lecker, super.